Ja, meine Damen und Herren, es geht heute bei uns um die deutsch-deutschen Beziehungen, um die Geschichte der deutsch-deutschen Beziehungen im Zeitraum von 1949 bis 1990. Das Problem ist, dass das ein langer Zeitraum ist, wir wenig Zeit haben und deshalb wir uns relativ kurz fassen werden. Gerd Rüdiger Stephan, Historiker, heute bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig, und mein Name ist Detlef Narkert, ich bin auch Historiker. Wir haben gemeinsam eine ganze Reihe von Publikationen veröffentlicht zu dieser Thematik und stützen uns auch auf diese Schriften. Zunächst zur Ausgangssituation. 1949 entstehen zwei deutsche Staaten in der Reihenfolge, zunächst die Bundesrepublik, dann die DDR, und das Problem bestand darin, dass es sich hier um Staaten handelte, die ganz unterschiedlicher politischer Ausrichtung waren, sich auch in den Jahren danach diametral gegenüberstanden, sowohl politisch als auch ökonomisch. Ich will ganz kurz mal zitieren aus zwei grundsätzlichen Papieren. Das eine ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom Mai 1949. Da hieß es, das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Das war die Zielstellung, die bis zum Ende der Bundesrepublik im Jahr 1990 und der deutschen Vereinigung dann galt. Und in der DDR-Verfassung, wesentlich später, 6. April 1968, wurde der Anspruch artikuliert, der ganzen deutschen Nation den Weg in eine Zukunft des Friedens und des Sozialismus zu weisen. Und in Artikel 1 dann dieser neuen Verfassung wurde die DDR als ein sozialistischer Staat deutscher Nation definiert. Davon hat man dann schon 6 Jahre später wieder Abstand genommen und hat den Nationsbegriff aus dem Verfassungspapier gestrichen. Dann hieß es dann, die DDR ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern, also vereinfacht ohne deutsche Nation. Dennoch, beide deutsche Staaten hatten den Anspruch, miteinander zu kooperieren. Zunächst haben sie sich überhaupt nicht um den jeweils anderen Staat gekümmert, jedenfalls nicht in Bezug auf eine Form der Zusammenarbeit, aber in den 70er Jahren änderte sich das dann. Es hat im Grunde drei Phasen gegeben. Das eine ist die Phase von 1970 bis 1975. Ich nenne mal ein paar Beispiele, damit das konkret wird. Das eine waren die beginnenden Gespräche auf Regierungsebene zwischen dem Ministerpräsidenten der DDR, damals Willy Stoph, und Bundeskanzler Willy Brandt in Erfurt und Kassel, die faktisch ergebnislos blieben, aber die so etwas wie ein Gründungselement für das danach beginnende Projekt der Entspannungspolitik und der ersten deutsch-deutschen Vertragsphase war. Elementar wichtig waren Verhandlungen in Moskau zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion, die damals Egon Bahr für die Bundesrepublik führte. Wir haben mit Egon Bahr eine ganze Reihe von Gesprächen zu diesem Thema später geführt. Er ist ja leider vor einigen Jahren verstorben. Und es war der zweite wichtige Vertrag, den Westdeutschland, also die Bundesrepublik, geführt hat, nämlich mit der Volksrepublik Polen. Da ging es um die Oder-Neiße-Grenze, und das war ein wichtiges Element für das Verständnis der staatlichen Integrität einerseits auch der DDR, die gar nicht beteiligt war, und der Volksrepublik Polen auf der anderen Seite. Beide deutschen Staaten haben dann 1971 ein Transitabkommen geschlossen, sie haben einen Verkehrsvertrag vereinbart und sie haben schließlich am 21. Dezember 1972 den Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen abgeschlossen. Das Ganze war der europäischen Entspannungspolitik auch geschuldet, sowohl in Moskau als auch in Washington, aber auch in den europäischen Hauptstädten trachtete man danach, so etwas wie eine europäische Sicherheitskonferenz zustande zu bringen. Diese europäische Sicherheitskonferenz wird dann tatsächlich 1975 in Helsinki durchgeführt. Es gibt die sogenannte Schlussakte von Helsinki. Mit der Schlussakte von Helsinki werden politische, ökonomische und auch Fragen der zivilen und der Menschenrechte formuliert, an die sich alle Staaten mehr oder weniger zu halten hatten.
dieser Schlussakter von Helsinki war dann sozusagen einer der Höhepunkte der Entspannungspolitik für die DDR, für die Bundesrepublik, aber auch für die Staaten Westeuropas. Zwischenzeitlich sind DDR und Bundesrepublik 1973 im September Mitglied der Vereinten Nationen geworden. Das war vorher nicht der Fall. Das war auch ein schwieriger Prozess, ist aber durch den Grundlagenvertrag zustande gekommen. Danach setzt eine Phase ein, die im Grunde genommen nicht weiter nach vorne gerichtet war. Es hat in Bonn einen Kanzlerwechsel gegeben unter dubiosen Bedingungen. Willy Brandt musste zurücktreten aufgrund der Tatsache, dass ein DDR-Spion im Kanzleramt enttarnt worden ist. Sein Nachfolger hieß Helmut Schmidt und der ist dann bis 1982 Bundeskanzler gewesen. Schmidt hat dann etwa zu Beginn der 80er Jahre einen neuen Anlauf genommen, mit der DDR in die entsprechenden Kontakte zu treten. Er hat im Mai 1980 Honecker erstmals in Belgrad, damals aus Anlass des Todes des jugoslawischen Staats- und Parteichefs Tito, getroffen. Er hat dann 1981 die DDR besucht in Hubertusstock am Werbelinsee. Wir haben damals diesen Besuch zum Anlass genommen, um dieses Buch mit Dokumenten aus diesem Besuch und den späteren Entwicklungen mit dem Titel von Hubertusstock nach Bonn zu publizieren. Gertrude Stephan und ich haben das 1994 im Dietz Verlag veröffentlicht. Das ist dann zu unserer Freude auch häufig zitiert worden, aber davon mal will ich jetzt gar nicht reden. Es geht nur noch darum, wie dann die Dinge weitergingen. Es hat dann so eine merkwürdige Begräbnisdiplomatie gegeben. Schmidt und Honecker in Belgrad, das war ja schon das erste Treffen aus Anlass einer Beerdigung. Es gibt dann noch drei weitere Treffen dieser Art, nämlich 1982, als Bundespräsident Karl Carstens sich mit Honecker in Moskau trifft, nachdem Brezhnev verstorben war. Es gab dann den Besuch auch von Honecker und Kohl in Moskau anlässlich der Beerdigung von Juri Andropow, das war der Nachfolger von Brezhnev in Moskau, und schließlich ein Jahr später, nach dem Tode von Konstantin Tschernenko, noch einmal eine Begegnung in Moskau. Und zwischendurch hat es eine wirtschaftliche Entwicklung zwischen beiden deutschen Staaten mit 2 Milliarden Krediten gegeben. Und Höhepunkt in dieser Phase, und dazu wird dann mein Kollege Gertrude Stephan sich noch äußern, wird dann der Honecker-Besuch vorbereitet. Vorher 86 Kulturabkommen zwischen beiden deutschen Staaten und dann drei weitere Verträge. Das ist dann sozusagen die Ebene der zweiten Vertragspolitik zwischen beiden deutschen Staaten, die dann schon 1987 ist. Und bei denen auch schon die ersten Zeichen der ersten Zerfallserscheinungen im politischen System der DDR deutlich werden. Dennoch findet der Honecker-Besuch in Bonn statt. Und es ist sozusagen der Höhepunkt des SED-Generalsekretärs in seiner Westpolitik. Einen weiteren Höhepunkt hat es dann nicht mehr gegeben. Er wollte noch in die USA reisen. Das hat nicht mehr stattgefunden. In Frankreich war er, hat dort die DDR repräsentiert, in weiteren westeuropäischen Staaten auch, Spanien, etwa Österreich, andere Länder, auch in Japan. Aber die USA-Reise, die er immer wollte, hat nicht mehr stattgefunden. Und zu den Bedingungen, zu denen es dann nach dem Treffen in Bonn und in anderen Städten der Bundesrepublik 1987 kommen, wird sich Gertrude Stephan dann äußern. Soweit erstmal die kurzen Bemerkungen zum Einstieg von mir. Da müsste man vielleicht noch die Frage anschließen, die sich dann aufdrängt, wenn man diese ganze Abfolge hat. Was waren denn eigentlich die Besonderheiten bzw. die Gemeinsamkeiten dieser Außenpolitik zwischen beiden deutschen Staaten gegenüber Staaten anderer Couleur, also beispielsweise von der DDR mit westeuropäischen Staaten oder von der Seiten der Bundesrepublik mit osteuropäischen Staaten? Ja, dazu muss man sagen, es waren immer Sonderbeziehungen. Der Begriff Außenpolitik oder außenpolitische Beziehung wurde vom Westen ja streng vermieden. Es waren deutsch-deutsche Beziehungen, es waren innerdeutsche Beziehungen, die da liefen. Und auf dem Gebiet der Wirtschaft gab es von November 1949 an einen Warenaustausch, der innerdeutscher Handel hieß. Oder in der Westlogik sogar noch anders, noch weiter heruntergestuft, Interzonenhandel.
sozusagen anknüpfend an die Dinge, die aus der Zeit der Besatzungsherrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg stammten. Es waren Sonderbeziehungen deshalb, dass es hier zwei Staaten in einem ehemaligen einheitlichen Staatsganzen gegeben hat. Allerdings muss man auch sagen, die deutsche Einheit oder sozusagen die Geschichte eines deutschen Einheitsstaates, das ist nicht die Regel in der deutschen Geschichte. Wir wissen, dass erst seit 1871 es einen einheitlichen deutschen Staat, das Deutsche Reich, gibt. Das hat bis 1945 existiert und das waren nicht die besten Jahre deutscher Geschichte. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Das heißt, es waren immer besondere Beziehungen und mit dem Zusammenbruch am Ende der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik, dazu werden wir noch kommen, war eine andere Situation gegeben als in den anderen osteuropäischen Staaten. Also nehmen wir Polen, nehmen wir die Tschechoslowakei, nehmen wir Ungarn. Da gab es immer einen einheitlichen Staat und auch eine einheitliche Nation. Und hier war die Situation anders. Das war das eine. Beide deutsche Staaten haben sich weiterhin in verschiedenen Militär- und Wirtschaftsblöcken dann betätigt. Die einen in der NATO, die anderen im Warschauer Vertrag. Die einen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, später Europäische Union, die anderen im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Das heißt also, die Trennung war das eine. Das andere war aber die einheitliche Nation, die trotz aller Versuche, dies klein zu reden oder sie als nicht existent mehr zu betrachten, nie gelungen ist, das zu unterbinden. Das haben wir dann 1990 ja gesehen bei der Entwicklung nach dem Ende sozusagen der DDR, nach dem Mauerfall und so weiter. Dazu aber vielleicht Gerd jetzt mit den Dingen, die sich mit und nach dem Honecker-Besuch in Bonn dann für das Verhältnis beider deutscher Staaten ergeben haben. Ich würde jetzt etwas über die allerletzten Jahre sagen. Das ist also ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum. Während wir bisher fast über 40 Jahre geredet haben, sind das jetzt nur noch 2, 3, wenn man das mal im Zeitraffer so sehen will. Der Honecker-Besuch hatte ja einige spektakuläre Elemente. Nicht nur, dass sozusagen der Partei- und Staatschef der DDR in Bonn mit allen militärischen Ehren empfangen wurde. Es war auch so, dass die DDR-Nationalhymne erklang und eine ganze Reihe von vertraglichen Vereinbarungen nochmals abgeschlossen wurde. Dieser vermeintliche Höhepunkt wird sofort konterkariert in diesem Zeitraum durch den Ausbruch einer akuten politischen und gesellschaftlichen Krise in der DDR. Ab Ende 1987 häufen sich Krisenerscheinungen in mehreren Gebieten. Es gibt Demonstrationen, es gibt das Entstehen von oppositionellen Gruppen, es gibt Handlungen der Staatsmacht in der DDR gegen diese Entwicklung. Und es hängt natürlich auch zusammen damit, dass nach dem Tode von 3 sowjetischen Partei- und Staatschefs mit Michail Gorbatschow eine Figur ins Rampenlicht der Öffentlichkeit trat, die eine andere Politik anstrebte und die auch verwirklichte, die Politik von Glasnost und Perestroika, etwas, was im Verständnis der SED-Führung unter Honecker zutiefst Ablehnung von Anfang an erfuhr. Dennoch, und das ist wiederum ein gewisser Anachronismus, verhalten sich die deutsch-deutschen Beziehungen zwischen der DDR und der BRD bis Mitte 1989 relativ normal. Es finden weiter zahlreiche Besuchskontakte statt. Es gibt nochmals wirtschaftliche und Verkehrsvereinbarungen. Es gibt zahlreiche Besuche von bundesdeutschen Politikern bei den wichtigsten Politikern der DDR. Erst nachdem 1989 im Frühjahr bekanntlich die Ausreise- und Fluchtwelle einsetzt und im Sommer diese Situation sich weiter zuspitzt, werden die Konflikte größer und es kommt auch zum offenen Austragen von Differenzen. So beginnt dann Ende des Sommers im August und September eine Gesprächsdiplomatie, die schon sehr ernsten Anspruch hat. Das heißt, die DDR wirft der bundesdeutschen Seite vor, sich in die inneren Angelegenheiten der DDR einzumischen und verlangt, dass dies zu beenden sei. Die tatsächlichen Krisenelemente, die sich mit der Ausreisewelle und mit den Demonstrationen im Land verbinden, werden sozusagen negiert
Und dafür werden ausländische Mächte, unter anderem eben auch die Bundesregierung, verantwortlich gemacht. Und das führt natürlich dazu, dass sich die Beziehungen verschlechtern. Allerdings die diplomatischen und Gesprächskontakte reißen nicht ab. Ich raffe das jetzt nochmal relativ zusammen. Es ist ja dann so, dass durch diese Krisenelemente und durch die Zuspitzung der inneren Situation am 18. Oktober 1989 die bisherige Führung von Partei und Staat in Person von Honecker abgewählt wird und durch den Nachfolger Egon Krenz ersetzt wird. Das heißt, dass zwar sich die Personen ändern, aber dass auch dann weiter eigentlich Kontakte erhalten bleiben, nur kommen sie in eine andere Fahrlinie. Das bedeutet natürlich insbesondere nach dem Mauerfall am 9. November eine veränderte Situation, eine völlig veränderte Situation. Interessant ist dabei, dass diese Maueröffnung nur indirekt von sowjetischer Seite beeinflusst wird. Die Anfragen, die die DDR-Seite in dieser Zeit nach Moskau richtet, drehen sich um eine Reiseregelung für DDR-Bürger. Das wird in Moskau im Prinzip etwas anders verstanden, als es gemeint ist, nämlich die Frage sozusagen der Öffnung der Grenze. In dieser Situation in Moskau feiern die Funktionäre von Partei und Staat den Jahrestag der Oktoberrevolution, kommt es zur Grenzöffnung, ohne dass die Führung in Moskau, im Kreml, direkt davon unterrichtet war. Im Nachhinein, am nächsten Tag und den folgenden Tagen, segnet sie diese Entwicklung ab, war aber an deren Vollendung unmittelbar gar nicht beteiligt. Das verändert die Grundkoordinaten der deutsch-deutschen Beziehungen entscheidend. Insoweit hat die DDR tatsächlich eigentlich das Faustpfand aus der Hand gegeben, noch irgendeine starke Beeinflussung der politischen Linie vornehmen zu können, dadurch die offenen Grenzen, die Einflussnahme von westlicher Seite absolut möglich war und nicht mehr verhindert werden konnte. Zudem entwickelt sich eine Entwicklung, ein politisches System in der DDR, das ebenfalls neue Koordinaten bietet. Die Verhandlungsführung geht auf die Regierungsseite über. Das war vorher ja nicht der Fall. Im Prinzip hatte Honecker und das Politbüro das Sagen. Jetzt hat die neue DDR-Regierung unter Hans Modrow die faktisch die Außenpolitik und die Deutschlandpolitik übernommen. Das führt auch dazu, dass die Modrow-Regierung die Kontakte mit der bundesdeutschen Seite und mit der sowjetischen Seite übernimmt, mit einer gewissen Verzögerungsphase. Das führt auch dazu, dass der von Kohl vorgetragene 10-Punkte-Plan für die Entwicklung konföderaler Strukturen zwischen beiden deutschen Staaten vom 28. November in der DDR eigentlich nur noch marginal wahrgenommen wird und durch einen Aufruf für unser Land konterkariert wird, der keinerlei Einfluss mehr ausübt. Nach dem Rücktritt aller Gremien der SED-Führung am 3. Dezember 1989 und nach dem Streichen der Verfassungsformulierung einer Führungsrolle von Arbeiterklasse und Partei deutet sich an, dass das politische System in der DDR sich in der bisherigen Formation auflöst. Der westdeutsche Bundeskanzler Kohl besucht am 19. Dezember Dresden und verspürt bereits den Hauch der deutschen Einheit. Das wird sich nochmal verstärken, 3 Tage später bei der Öffnung des Brandenburger Tors. Modrow mit der neuen DDR-Regierung konsultiert Moskau und nach einem Besuch dort verkündet Modrow am 1. Februar 1990 ein völlig neues politisches Konzept, das sich ebenfalls jetzt auf die Anerkennung der deutschen Einheit stützt. Es wird programmatisch genannt für Deutschland einig Vaterland. Damit sind eigentlich die Entwicklungen vorgezeichnet. Die bundesdeutsche Regierung erklärt sich bei einem Besuch von Kohl in Bonn nicht bereit, vor den Wahlen, die für den 18. März 1990 angesetzt sind, noch finanzielle Hilfen für die DDR zu leisten. Das heißt, dass die neue breit aufgestellte DDR-Regierung keinerlei
Initiativen mehr ausüben kann, bevor die demokratischen Volkskammerwahlen stattfinden. Diese bringen bekanntlich ein Votum, was den schnellen Weg zur deutschen Einheit absichert und dem konservativen Bündnis die eindeutige Mehrheit bringt. Es folgen die Freigabe dieses Prozesses durch die Sowjetunion bei Gesprächen von Kohl in Achiz, der Übergang zur Wirtschafts- und Währungs- und Sozialunion am 1. Juli und die deutsche Einheit in ihrer staatlichen Vollendung am 3. Oktober 1990. Damit sind die deutsch-deutschen Sonderbeziehungen abgeschlossen. Gut, ja, schönen Dank. Gerd, die Frage, die mich abschließend hier noch berührt, ist das Problem der Alternativen in dieser Phase. Die Diskussion um die Begrifflichkeit dieses Prozesses geht ja sehr weit. Die einen sprechen von Wiedervereinigung, die anderen von Anschluss. Manche sprechen auch schlicht von der Erweiterung der D-Mark-Zone. Gibt da so also eine ganze Anzahl von Termini. Aber die Frage ist ja immer, hat es Alternativen zu dem letztlich bezogenen Prozess gegeben oder war das sozusagen ein Prozess, der faktisch unveränderbar gewesen ist? Und wenn es Alternativen gab, wann waren die beendet? Also die Frage der Alternativen ist ja immer eine endlos mögliche. Man kann aber hier vielleicht zwei oder drei kurze Statements sagen. Das eine ist, dass die Entwicklung zu dem Zeitpunkt, in dem sie stattfand, natürlich schon in eine Sackgasse geraten war, für die DDR jedenfalls. Das heißt, man hatte wenig Handlungsfreiheit, man hatte kaum finanzielle Spielräume und im Prinzip wirkte entscheidend der Entzug der Unterstützung durch den bisherigen Bündnispartner Sowjetunion. Insoweit waren dann die alternativen Möglichkeiten begrenzt. Die zweite Sache ist, dass man natürlich zu einem etwas früheren Zeitpunkt, beispielsweise 1987, nach dem Honecker-Besuch von Honecker eine Entwicklung hätte einleiten können, die sicherlich zu anderen Ergebnissen in der Realität geführt hätte. Das Beispiel ist ja der unternommene Versuch, eine neue Verfassung für Gesamtdeutschland zu erstellen, die dann faktisch nicht mehr durchgesetzt werden konnte, weil man durch die schnelle deutsche Einheit auch einen schnellen verfassungsmäßigen Prozess wollte. Und wenn man dann noch sozusagen berücksichtigt, dass die Sowjetunion selbst im Sommer 1990 in ärgste finanzielle Schwierigkeiten geriet und faktisch das Faustpfand DDR einsetzen musste, um aus diesen Krisenerscheinungen herauskommen zu wollen, ist es natürlich auch sehr eingeschränkt möglich gewesen, dann noch einiges durchzusetzen, was man aber hätte durchsetzen können. Wenn die Bündnisverpflichtungen ernster genommen wären, wären sicherlich auch einige gesetzliche Regelungen, die dann später, wie die Frage von Eigentum, sehr große Auswirkungen hatten. Ja, schönen Dank. Dann möchte ich mich auch bedanken für die Aufmerksamkeit. Will noch verweisen auf ein weiteres Buch, das wir beide gemeinsam hatten, den genau den Prozess beinhalten, den Gerd jetzt hier dargestellt hat. Countdown zur deutschen Einheit ist der Titel und dieser Band umfasst den Zeitraum von 1987 bis 90 und präsentiert ja Dokumente und auch Gespräche auf höchster Ebene und beleuchtet diesen Prozess etwas deutlich. Also nochmals recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.